von der Region für die Region. Liebe Zusehende, nach unserem Außeneinsatz in der letzten Woche sind wir wieder zurück im Studio und haben die brandneue Sendung von Kufstein TV mit im Gepäck. Die berufspraktischen Tage der Mittelschule Langhampfen werden uns weiterhin auf Trab halten. Hier die Programmübersicht für diese Woche. Pfiffig traditionell. Praktikant Gabriel schnupperte beim Gasthof Altwirt in den Beruf des Kochs. Radikal inkonsequent. Eva Maria Marold beweist mit ihrem neuen Programm gewohnte Vielseitigkeit. Konsequent innovativ. Die Firma Hetwin übergab die Steuerung an Praktikant Simon. Teuflisch visionär. Schuggis Stammtisch mit frischen Fäden aus der Region. Um 1504 nach Christi wurde der Gasthof Altwirt zum ersten Mal in der Langkampfner Chronik erwähnt. Damals verweilte Kaiser Max in der beschaulichen Gemeinde. Heute steht der Altwirt vor allem für urige Atmosphäre und traditionelle, aber auch pfiffige Küche. Im Rahmen der berufspraktischen Tage hatte Mittelschüler Gabriel die Möglichkeit, in den Gastronomiealltag einzutauchen. Wie es ihm ergangen ist, erfahren wir im Anschluss an die Werbung. Werbung! Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen. Surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von Kufnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Willkommen in der Welt der zeitlosen Eleganz. In jedem Detail steckt die Essenz von Können, Hingabe und Handwerkskunst. Und nun das Meisterwerk, geschaffen von den Händen derjenigen, die das Geheimnis in Kunst verwandeln. Wir machen Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Der traditionsreiche Gasthof Altwirt aus Langkampfen bekam während der berufspraktischen Tage der Mittelschule tatkräftige Unterstützung in der Küche. Ich bin der Gabriel und ich darf meine Schnuppertage beim Altwirt in Langkampfen ausführen. Chef Michael, gleichzeitig Oberhaupt der Küche, nahm den Praktikanten unter seine Fittiche. Ja, der Gabriel ist jetzt seinen zweiten Tag da bei uns und der lernt jetzt einmal so die ersten Arbeitsabläufe, schauen, wie es in der Küche funktioniert, was da zu machen ist, was zum Vorbereiten ist und einfach mal um einen Grundeindruck zu kriegen, wie es in so einer Küche richtig abläuft. Heute haben wir ein paar besondere Gäste. Mein Klassenvorstand, der Herr Anisse, ist mit ein paar Schülern gekommen und für die kochen wir heute das Mittagsmenü. Für das Mittagsmenü bereiten wir Spatzen, einen Fisch und einen Salat vor, dass wir den heute nachher gleich herrichten können für die Gäste. Beim Altwirt gibt es immer jeden Montag, Donnerstag und freitags ein dreigängiges Mittagsmenü. Abends sowie samstags und sonntags können Gäste aus der Speisekarte und der saisonal angehauchten Tageskarte wählen. Ich tue daheim auch sehr viel kochen und deswegen möchte ich jetzt auch Koch werden. Und weil man so ja einen Beruf nehmen, der was einem ja gefällt und das gefällt mir eben.
Gabriels Aufgaben waren vielseitig und so nahm der Praktikant einige Erfahrungen mit. Der erste Mal der Umgang mit Lebensmitteln, die ganzen verschiedenen Sachen, die man probieren kann. Das ist ein sehr kreativer Beruf. Man hat irrsinnig viel Kontakt zu den Gästen und viel mit Leuten da und man kriegt auch wahnsinnig viel von den Leuten zurück und das ist eigentlich immer wieder eine Motivation und eine Freude, den Beruf zu machen. Ja, ich habe es mir so vorgestellt und das macht mir sehr viel Spaß. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Die Spezialgäste waren am Ende voll und ganz überzeugt von den Künsten des zukünftigen Chef de Cuisine. Nächste Woche auf Kufstein TV. David und Manuel schnuppern bei Kufstein TV. Eva Maria Marold ist eine echte Tausendsasserin. Von der Musicalbühne über TV-Auftritte bis hin zum Kabarettprogramm und eigenen Musikkompositionen reicht der Erfahrungsschatz der gebürtigen Burgenländerin. Mit ihrem neuen Programm Radikal Inkonsequent, welches kürzlich im Kulturquartier Kufstein zu sehen war, verbindet die Künstlerin abermals ihre unterschiedlichen Talente miteinander. Zum vorletzten Event des Jahres holte der Kulturverein Wunderlich ein heimisches Multitalent in die Festungsstadt. Wann waren Sie das letzte Mal radikal inkonsequent? Die Weihnachtszeit kommt erst noch. Wir werden dieser Frage heute auf den Grund gehen und deshalb begrüßen Sie mit mir bitte mit einem kräftigen Applaus Eva Maria Marold. Grüß Gott. Hallo. Ich irre jetzt nicht hier um ein Dumm, sondern da ist ein Barhocker gestanden. Steffi Matthias, wo ist der hin? Der ist da vorne, bin ich jetzt da? Ah, da. Warum habt ihr denn da hergestellt? Na, sowas irritiert mich maßlos. Die gebürtige Burgenländerin ist in ihrem neuen Programm tatsächlich radikal inkonsequent und springt wild hin und her zwischen musikalischen Tönen, kabarettistischen Einlagen und nachdenklichen Momenten. Man kann inkonsequent sein, man kann konsequent sein. Beides hat Vor- und Nachteile. Treffen sich zwei Jäger, schießt der eine dem anderen ein Auge aus, sagt der andere, wenn du es nochmal machst, schau ich dich nie wieder an. Wir haben einen Pool an Liedern gehabt, sagen wir um die 50, und da haben wir einfach aussortiert, das passt nicht, und die Eva hat gemeint, da kann ich gut einen Text dazu schreiben, und wir haben das halt für diese Besetzung dann so zusammengestellt, von den Arrangements her, dass das auch natürlich fein klingt. Ich singe halt sehr, sehr gerne, und insofern sind alle Lieder, die wir heute Abend spielen oder die im Programm gespielt werden, sind meine Lieblingslieder. Ja, es musizieren einfach. Also das gemeinsame Singen, das gemeinsame Spielen, der Schmäh. Und ich glaube, wir passen einfach ganz gut zusammen und das spürt auch das Publikum, wie wir uns wohlfühlen auf der Bühne. Für mich ist das Üben und Proben jetzt nicht das Anstrengendste. Na, wissen Sie, was für mich das Mühsamste ist in meinem Beruf? Wenn die Leute hören, ich bin Kabarettistin, soll ich gleich was Lustiges machen. Ja. Und wenn sie ein Foto machen wollen, gell, höre ich immer öfter, geh Marold, hörst du, Marold, du, mach was Lustiges mit den Händen. Wenn jemand lustig ist, ist man nicht automatisch dann ein Leben lang ein Ulknudel. Und manche Sängerinnen sind sehr gute Schauspielerinnen, manche, und dieses, man ist nicht im Leben immer nur eins. Ja, nur eine Sache. Und ich glaube, das würde mich sehr, sehr freuen, mit einer guten Band oder mit einem guten Orchester einen schönen Abend zu machen, wo nur gesungen wird. Wenn ich zum Beispiel im Prater spazieren gehe, ja,
Wiener Prater ist ein Begriff, gell? Prater, geh spazieren. Und ich lerne zufällig einen Zahnarzt kennen. Sag ich auch nicht gleich, gell? Hörst, das trifft sich aber gut. Könnten Sie mir bitte in die Goschen einschauen? Ja. Ich bin das meiste eigentlich eingerutscht, ja. Wie die Jungfrau zum Kind. Alle guten Dinge in meinem Leben sind nicht von mir ausgegangen. Das ist mir alles geschenkt worden. Und das war beim Beruf genauso. Man stellt sich was vor und das erfüllt sich dann aber nicht. Das geht nicht in Erfüllung. Und dann macht man halt was anderes und irgendwie kommt man dann, wenn man Glück hat, auf Umwegen eigentlich zum ersten Wunsch, zum ersten Traum zurück. Oder man bleibt einfach munter und wach und nimmt sich das mit, was Tolles am Wegesrand liegt, auch wenn man den Weg eigentlich gar nicht gehen wollte. Und man trifft aber dann trotzdem sehr schöne Pflanzen und Blumen und Menschen. Schön, dass Eva Maria Marols Weg sie nach Kufstein führte. Wir freuen uns schon aufs nächste Treffen mit der radikal inkonsequenten Künstlerin. Das Theater mit der Zukunft stellt die Frage, wie können wir jetzt Entscheidungen mit Weitblick treffen? 5 Schauspieler, ein provokantes Thema, ein Moderator und ein interessiertes Publikum. Das sind die Bausteine für das interaktive Bühnenstück am Dienstag, den 28. November in der Landesmusikschule Kufstein. Am Ende des 15-minütigen Schauspiels wird zusammen reflektiert. Das Theater mit der Zukunft beginnt von vorne, aber diesmal mit Beteiligung von freiwilligen Zusehern. Tango and More heißt es am Donnerstag, den 30. November bei Klangfarben Kufstein. Sängerin Paula Barenboim und Christian Bakanics Trio Infernal beehren die Kulturfabrik mit ihrer Fusion aus Jazz, Tango und modernen Grooves. Ganz nach dem Motto, freudig bilden wir Brücken zwischen Stilen, die wenig gemein haben. Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.kupfticket.com und natürlich an der Abendkasse. Der Vielkulturverein ist bereit für einen packenden Konzertabend voller Southern Rock. Bist du es auch? Stone Sonate kommen aus der Music City Nashville in Tennessee und haben den Südstaaten Groove im Blut. Mit ihrem authentischen Sound und ihrer unermüdlichen Tourneetätigkeit hat sich der Fünfer eine treue Fangemeinde aufgebaut. Und eins ist garantiert, am 2. Dezember in der Kulturfabrik wird diese weiter wachsen. Und heißt das neue Programm von Alfred Dorfer, in welchem er Momente vom Aufbrechen und Ankommen zeigt, ungewöhnliche Zusammenhänge präsentiert und Themen des Lebens aufgreift. Der Wiener, einer der wichtigsten Satiriker und Autoren im deutschsprachigen Raum, gastiert am 9. Dezember im Kulturquartier Kufstein. Das Kabarett beginnt um 20 Uhr, die wunderliche Gastronomie tischt bereits ab 18.30 Uhr auf. Simon von der Mittelschule Langkampfen absolvierte sein Berufspraktikum bei der Firma Hetwin und lernte dabei so manch innovatives Gerät kennen. Der Vorreiter in Sachen Fütterungstechnik möchte mit seinen ganzheitlichen Lösungen zum Wohlbefinden von Tier und Mensch beitragen. Mehr von Hetwin und Praktikant Simon erfuhren wir bei unserem Besuch in Langkampfen. Während der berufspraktischen Tage konnte Simon aus der Mittelschule Langkampfen bei Hetwin, dem Experten für Fütterungstechnik, reinschnuppern. Der Praktikant bekam sofort seine ersten Aufgaben. Also der Simon hat jetzt einmal angefangen, dass er Eingangskontrollen macht, also vom Lieferanten, der kontrolliert jetzt so Platinen. Das alles richtig kennen wir, ist er so. Und fängt jetzt schon im nächsten Schritt, dass er so einfache Stecker montiert an die Motoren drauf.
Der Schüler aus der 4B bewies ein gutes Händchen und fühlte sich sofort in seinem Element. Weil ich gerne mechanische Arbeiten mache, das habe ich mit meinem Papa schon immer geliebt in seiner Werkstatt. Und es macht einfach Spaß für mich, Bohrarbeiten machen oder einfach mit Werkzeug zu arbeiten. Also meiner Meinung nach cool ist mein Traumjob einmal werden. Und ich überlege es mir jetzt ehrlich, dass ich den Beruf einmal ausüben möchte. Die Firma Hedwin spezialisiert sich seit nunmehr 20 Jahren auf ganzheitliche Lösungen für die Stallbewirtschaftung und bedient damit nicht nur den Dachraum, sondern auch Italien und sogar Spanien. Einige der innovativen Geräte durfte Simon bei seinem Praktikum selbst steuern. Also das ist der Fütterungsroboter Aronom und das ist das Gehirn vom Roboter und der fährt einfach automatisiert, also der fährt von allein durch den Stall und da musst du einfach oben das Futter reinfüttern und füttert die Lebewesen, wo sie im Stall wohnen. Chef Josef legt seit jeher hohen Wert auf Nachwuchsarbeit. Wir haben Lehrlinge bei uns im Betrieb. Wir sehen da, dass der Lehrberuf wieder absolut im Aufwind ist und Zukunft hat. Man kann als Lehrling dann im Berufsleben sehr gut verdienen mittlerweile. Also Facharbeiter sind gefragt. Praktikanten oder Schnupperer sind halt für uns auch wichtig, dass erstens einmal sehend ist das Berufsbild ein bisschen was für einen, weil immer was es A und O ist, wenn er dann einen Beruf erlernt, dann muss er das mit der Freude machen. Und Freude hatte Simon bei seiner Tätigkeit allemal. Besonderheit bei der Firma Hedwin ist, dass wir ein Entwicklungsbetrieb sind und Produktionsbetrieb und das macht das Ganze so interessant. Auch. Das heißt, wir entwickeln vom Maschinenbau angefangen bis Elektrik und die ganze Software alles im eigenen Haus. Gell? Und das macht eigentlich das richtig interessant. Nächste Woche auf Kufstein TV. Großes Derby bei den Kufsteindauers. Schucki, die Stimme der Stammtische, kommt auch in der vorweihnachtlichen Zeit kaum zur Ruhe. Während in Langkampfen ein Zukunftsprojekt auf Widerstand stößt, gibt es in Kufstein teuflische Diskussionen. Irgendwo zwischen Krampus und Campus. Die neue Ausgabe von Schuckis Stammtisch, gleich nach der Werbung. Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Schucki, auf heißer Spur an den Stammtischen. Dort, wo kadert, gesudert und krogascht wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Stammtischler.
Die sogenannte Stadi-Zeit hat ja bereits begonnen. Aber oft einmal hat man das Gefühl, je stader die Zeit, umso spinnerter die Leid. Es gab auch in den vergangenen Tagen genügend Material, um an den Stammtischen zu diskutieren. In der letzten Sitzung des Kufsteiner Gemeinderates ging es etwas ruhiger zu. Waren es die Themen oder die Ruhe vor dem Sturm? Denn der nächste Gemeinderat befasst sich mit dem Budget 2024. Und hier kann man annehmen, dass die Messer schon ordentlich gewetzt werden. Viel wurde nach dem Gemeinderat an den Stammtischen nicht diskutiert. Einzig und allein der Dringlichkeitsantrag des freiheitlichen Mandatars sorgte für mehrere verschiedene Meinungen. In diesem Antrag hieß es, die Mitglieder des Kufsteiner Gemeinderates mögen auf die Hälfte ihrer Entschädigung für ihre Tätigkeit verzichten. Nachdem die erforderliche Mehrheit in der Abstimmung nicht erzielt wurde, war dieser Tagesordnungspunkt schnell abgehakt. An den Stammtischen war man der Meinung, dass dieser Antrag ein sehr populistischer sei, zumal er ja auch in den anderen Gemeinden auf den Tisch kam. Was man sich vorstellen könnte, ist allerdings die Art der Aufwandsentschädigungen zu ändern. Zum Beispiel in der Form von Sitzungsgeldern. Gesprächsthema an den Stammtischen war auch, wie schnell oder wie langsam manche Gemeinderatsbeschlüsse in die Tat umgesetzt werden. Ein Beispiel für die Einführung der Erhöhung der innerstädtischen Parkraumbewirtschaftung ging ruckzuck über die Bühne. Kaum beschlossen, wurde sie schon in die Tat umgesetzt. Monate hingegen dauert es aber im Bereich des Schwimmbades, den Beschluss der Parkraumbewirtschaftung umzusetzen. Manche bauen in dieser Zeit Häuser. Schnell begann man am oberen Stadtplatz mit den Arbeiten zum Bepflanzen des Parkplatzes vor der BTV. Ewig warten schon unsere Hunderl, um endlich ihre Freilaufwiese benutzen zu können. Hier liegt die Krux anscheinend darin, dass man sich nicht einigen kann, ob ein Maschendraht oder Holzzaun die Hundewiese umranden soll. Ja, die Vierbeiner kann man ja nicht fragen und die Herren werden sich nicht einig. Sie werden warten müssen, unsere Viecherl. In diesem Jahr wird es wohl nichts mehr werden. Aber das ist ja alles nur Kokolores gegen das, was sich in Würgl abspielt. In der zweitgrößten Stadt des Bezirkes brennt der Hut nach wie vor. Und das anständig. Der Kampf des Bürgermeisters auf der einen Seite gegen die Zentralpersonalvertreter auf der anderen Seite nimmt immer größere Dimensionen an. Unterstützt von der Gewerkschaft kämpft die engagierte Belegschaftsvertreterin um ihre Rechte. Der nicht gesprächsbereite Würgler-Herrscher macht dabei nicht die beste Figur. In unserer nächsten Ausgabe werden wir davon berichten, wie die Personalvertretungswahlen über die Bühne gegangen sind, die ja angeblich vom Bürgermeister torpediert werden. Seit Jahren gibt es im Facebook die Seite Wir Kufsteiner. Die Stammtischler freuen sich immer wieder aufs Neue. Dabei haben es ihnen besonders die Bilder Kufstein in alten Ansichten und die tollen Impressionen aus Kufstein und der näheren Umgebung angetan. Stören sie laut den Betrachtern dieser Seite aber die immer mehr aufkommenden Werbeeinschaltungen. Auch werden zu Fragen oder Anregungen blödsinnige Antworten eingebracht. Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht alles, was an Beiträgen geliefert wird, gefallen kann und auch gefallen muss. Man kann auch durchaus anderer Meinung sein und mit seinem Beitrag zur Diskussion beitragen. Dabei sollte man aber auf seine Wortwahl und Ausdrucksweise achten. Dazu gibt es Gruppenregeln, wie freundlich und höflich zu sein, einander respektvoll zu begegnen und Beleidigungen zu unterlassen. Um gewisse Dinge nicht ausarten zu lassen, gibt es so, wie wir es verstehen, die Admins, die ein Auge auf die einzelnen Beiträge werfen sollen. Bei einem der Admins scheinen diese Regeln noch nicht angekommen zu sein. Ist er doch einer, der immer wieder selbst einmal diese Vorgaben verletzt. Was auffällig ist, die Tatsache, dass er sich immer auf die gleichen Opfer stürzt. Wenn er auf seiner Facebook-Seite seine Ergüsse verbreitet, dann ist das völlig legal und egal, weil die eh keiner liest. Hohe Wogen schlugen auf eben dieser Seite der auch in diesem Jahr nicht stattfindende Krampuslauf. Über 100 Beiträge waren darüber zu lesen. Mit dem schönen Übergang vom Krampus zum Campus wechseln wir in unsere Nachbargemeinde nach Langkampfen, denn dort soll Großes entstehen.
Der Bürgermeister dieser Gemeinde ist ja dafür bekannt, dass er zukunftsträchtig denkt. Mit den Neubauten in seiner Gemeinde hat er bewiesen, dass er nicht kleckert, sondern im positiven Sinne klotzt. Vorausschauend das Beste für nächste Generationen will er das durchaus als ehrgeizig zu bezeichnende Projekt Schul- und Sportcampus, das in den nächsten Jahren entstehen soll, umsetzen. Angesiedelt in unmittelbarer Nähe zur Mittelschule sollen Volksschule, Kindergarten und Sportzentrum entstehen. Vor allem die Volksschule Unterlangkampf und der Kindergarten haben Räumlichkeiten, die nach einem Neubau schreien. In diesem Zuge ist auch geplant, dass alle Kinder im Ort diese neuen Einrichtungen besuchen. Eine durchaus nachvollziehbare Idee, die, wie könnte es anders sein, nicht bei allen Jubelstürme auslöst. Erste informative Gespräche wurden bereits geführt und man kann gespannt sein, wie sich die Dinge entwickeln. Wir bleiben am Ball. So, das war's schon wieder für heute. Wir sehen uns in diesem Jahr noch einmal auf QTV, wenn es wieder um Unwichtiges und Wichtiges geht. Bis dahin eine schöne Zeit. Servus und Prost. Schucki, auf heißer Spur an den Stammtischen. Dort, wo kadert, gesudert und krogascht wird. Das war's mit Kufstein TV für diese Woche. Bereits in wenigen Tagen starten wir mit unserem großen Adventskalender, bei dem ihr die ganze Adventszeit über attraktive Preise gewinnen könnt. Sowohl auf unseren Social-Media-Kanälen, auf der Webseite als auch in der Sendung. Ich halte euch ganz, ganz fest die Daumen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute und Servus. Euer Albin Winkler.